Mojang präsentiert. Und Telltale Games natürlich auch. Minecraft Story Mode. Staffel 2. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich auch Elodim zu einem neuen, zu einem ersten Part Minecraft Story Mode. Der Staffel 2. Es ist nicht der erste Part Minecraft Story Mode, aber es ist ein erster Part der zweiten Staffel. Ja, die ganze Sache dürfte einigermaßen bekannt sein. Staffel 1 haben wir schon hinter uns, haben wir gespielt im Let's Play. Und ja, ich habe gerade höllisch Bock drauf, hier Minecraft Staffel 2 zu bringen. Zu zocken mit euch und das als Let's Play hier aufzunehmen. Staffel 1 war spitze. Also Staffel 1 hat mir mega Spaß gemacht. Und Staffel 2, ja, wird es mindestens genauso tun. Fangen wir mal an, oder? Genug gelabert. Boah, ich scheiße drumherum labert. Brechen wir mal auf in neue Minecraft Story Mode. Welten. Staffel 2. Ich freue mich mega drauf. Episoden spielen. Ja, da haben wir es auch schon. Folge 1. Hauseigener Held. Ja. Besteht aus 5 Episoden, die wir nacheinander spielen werden. Genau in dieser Reihenfolge. 1 bis 5. Und ja, schön, schön. Ich habe schon mal im Vorhinein die Daten von der ersten Staffel, von der ersten Episode, vom ersten Spiel, also vom ersten Let's Play rüber kopiert. Das heißt, wir starten jetzt mit den Vorkenntnissen von Staffel 1. Also das ist jetzt hier, schließt nahtlos an den letzten Part. Die letzte Episode von Staffel 1 an. Ja, Jesse wird von alten Freunden und neuer Verantwortung in verschiedene Richtungen gezogen, als die Entdeckung eines seltsamen Prismarin-Handschuhs die Tür in eine vollkommen neue Welt voller Geheimnisse und Gefahren aufstößt. Ja, dann starten wir mal Folge 1. Stell den Regler so ein, dass das Logo gerade noch sichtbar ist. Okay, gerade noch sichtbar. Ich muss natürlich auf die Kamera ein bisschen gucken, wie es für die Kamera gerade noch sichtbar ist. Die sollte man vielleicht gerade ein bisschen heller nehmen, weil die Kamera im Dunkeln so ein bisschen spackt. Ja. Für mein Auge ist es natürlich was anderes, weil ich muss hier gerade aufs Display gucken, was ist hier am lustigsten. Ja, und gerade so noch sichtbar ist. Also für meine Augen ist das jetzt noch relativ gut sichtbar. Die Kamera spinnt da ein bisschen rum und macht das dunkler, als es eh schon ist. Und das wäre doch so dunkel für die Kamera. Das sieht man noch ein bisschen Minecraft Story Mode. So erkennt man es deutlich. Es ist gerade noch erkennbar. Ja, so ist es gerade noch erkennbar. Genau so. Man kann es nicht drauf. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf des Spiels. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Mir gefallen Geschichten, in denen die Helden... in deutscher Aussprache-Version. Geil! Helden, die einfach ihr normales Leben leben und denken, ihnen würde ich muss nicht mehr auf Englisch denken. Aufregendes passieren. Das sind die Helden in dieser Geschichte. Anfangs waren sie einfach Freunde in einem Baumhaus, die zu ihren Idolen aufschauten, die vor ihnen gekommen waren. Doch als eine böse Monstrosität drohte, die Welt zu zerstören, entdeckten diese Freunde, dass die größten Helden oft die bescheidensten Anfänger haben. Sie reisten ich mag Welt, dass das jetzt in Deutsch ist. Monster und bewältigten Hindernisse. Jeder Schritt verlangte große Opfer. Es war mühsam, aber sie hatten ja einander. Gemeinsam bezwangen sie das große Monster und retteten alle. Alt waren sie die berühmtesten Helden der Welt. Ihre Legende und ihr Ruhm wuchsen mit jeder neuen Welt, die sie erforschten. Ja. Und so gegen diese 5 Freunde sowie das
mutigste Schwein der Welt in die Geschichte ein, als einige der größten Helden, die es je gegeben hat. Ja, wer, wie, wo, was? Bei welchem Teil sind wir gerade? Bin ich cool? Wir fanden es super, Lucas. Lucas, tja. Immer ganz zutreffend. Ja, also, ich habe hier und da ein wenig übertrieben. Ja. Aber das war nur aus erzählerischen Gründen. Naja, es hat uns ziemlich cool klingen lassen. Also, geht das gut. Erste Entscheidung. Ja, aber die Leute denken dann vielleicht, dass wir Dinge getan haben, die wir gar nicht getan haben. Deine Entscheidung, Lucas. Du bist der Autor, Lucas. Tu du das. Ich weiß, dass du dich richtig entscheiden wirst. Oh, Jesse hat eine neue Stimme. Ich wollte es eigentlich bis zum Gründungstag fertig haben. Aber, ich mag sowas. Ich muss nicht mehr den kleinen Text lesen. Cool, diesen winzig kleinen Text da unten. Kumpel, ich bin stolz auf dich. Das war harte Arbeit, das fertig zu kriegen. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Du hast so viel geleistet, Jesse. Du bist ein echter Held. Aber ach, das haben wir doch alle, oder? Ja, wir waren alle dabei. Naja, jedenfalls die meiste Zeit. Stimmt. Wir haben es geschafft. Hey, kommt schon, Leute. Wir waren das alle zusammen. Wir sind schließlich der Orden des Steines. Ja. Aber das ist ein guter Hinweis. Ich denke beim Renegieren daran. Ich werde hier wie im letzten Projekt wieder den Bescheidenen machen. Wenn ich ja bin. Von ihren Abenteuern zurück sind, kann ich noch ein bisschen vergessen. Dann ist es endlich fertig. Was? Die sind schon lange weg. Jesse ist bescheiden. Jesse ist nicht der Angeber. Wow, ich wusste nicht, dass ihr alle hier seid. Frau Olivia, Herr Axel, Herr Lucas, ja. Tut mir sehr leid, dass ich euch unterbreche. Herr und Frau. Oh, er ist so eine Höflichkeit. Meine aufrichtige, ehrliche, demütige Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen, auf dich zu entschuldigen. Du musst dich nicht entschuldigen, wir hängen nur so rum. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Ich meine, Also, nervös. Was gibt's? Ich habe eine Nachricht von Petra bekommen, dass sie auf dem Weg zu den Minen ist. Das Abenteuer, das ihr angesetzt habt? Wenn du dich beeilst, dann hast du noch Zeit dafür und deine Gründungstagsaufgaben. Oh, cool. Wir müssen wirklich los. Wir fangen ja hier tatsächlich als Helden an. Was das angeht. Wir haben eigentlich unser eigenes Ding zum Gründungstag, das wir vorbereiten müssen. Tja, ich muss zurück nach Boomtown. Ich bin Jurymitglied bei einer TNT-Rallye. Ich muss noch ein paar Rallye. Ja, komm, aber wir sind ein Team. Leute, wir sollten gemeinsam was machen. Heute ist unser Abenteuerabend. Ja. Entschuldige, Jesse, es ist eben alles ganz anders als früher. Du hast dein Leben und wir haben unseres. Keiner von uns kann einfach alles stehen und liegen lassen und auf Abenteuer gehen. So ja, aber sag, wir sind der ohne Steins. Mach ich mit. Okay, ich bin schon total gespannt, wie weit sie mit dem Schwert ist. Ja, ich sag's ihr. Ich kann nicht glauben, dass ich aus der Ordenshalle gehe mit dem Orden. Ja, wir sind hier ganze Helden. Also nicht wie in Staffel 1, da haben wir als ganz kleine, bescheidene Leute angefangen. Jetzt sind wir hier die Helden also, der Stadt. Wir haben schon Abenteuer erlebt und schon was gemacht, natürlich, was uns zu Helden. Wir haben alle zum Sieg gegen Witherstorm beigetragen. Redstonia hält sogar einen ganzen Ball zu Ehren von Elegard. Ja, in Boomtown dreht sich alles um TNT. Oh ja, Elegard, die war eine Heldin. Ich durfte helfen, das Feuerwerksfinale zu entwerfen. Tja, und Ruben. Ich verspreche, ich komme vorbei. War toll, wieder mal mit euch zu plaudern. Absolut. Ja, das war super. Bis dann, Jesse. Ich danke bin froh, euch, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, ihr habt alle viel zu tun. Na klar, eine Ausrede für einen Besuch in Beacon Town ist immer toll. Ja. Danke nochmal, Leute. Ich sag euch Bescheid, sobald ich mit den Änderungen an meinem Buch fertig bin. Scheint nicht mehr das Alte zu sein. Ich freue mich schon. Axel! Und hier ist dein Auto. Euch, ich bin einfach ein Glückspilz. Ja? Oh ja, mit euch abzuhängen, mit dem Orden zu arbeiten. Telltale Games präsentiert in Zusammenhang mit Mojang. Mojang. Beacon Town. Minecraft Story Mode Staffel 2. Eine Telltale-Geschichte von Erik. Und ja, Folgen unter Regie von John. Ja, den Nachnamen kann ich nicht lesen. Künstlerische Leistung, das war Mark. Und die Julia hat die Umgebungsgestaltung gemacht. Die Animation ist von Tyler.
Kyle und Daniel haben die Choreografie gemacht. Programmierung ist von Greg. Anadell hat die Musik gemacht. Eine sehr schöne Musik. Ich weiß, manchmal würdest du lieber mit deinen Freunden auf Abenteuer gehen, aber ich bin froh, dass du unser Anführer bist. Du machst ja, ich auch. Ja, ich wünschte nur, ich hätte mehr mit meinen Freunden abhängen können. Wir sind immer alle so beschäftigt. Das ist alles hart. Beschäftigt. Aber oder? Immerhin kommen sie häufig zu Besuch. Das ist doch cool. Ich weiß, Petra wartet in den Minen auf dich, aber ich wette, dass die Leute es toll fänden, wenn du mir bei den Vorbereitungen für die Feier hilfst. Ich werde daran denken. Ja. Ja, okay. Ihm bei den Vorbereitungen helfen. Ja, wir gehen erstmal zu Petra, würde ich sagen. Ah, was haben wir denn hier? Können wir uns mal umgucken. Ich meine, das sehe auf dem Vorplatz der Ordenshalle absolut genial aus. Ja, was ist das? Was macht das? Was haben wir da? Okay, ein Oktopus. Ein dunkles, schwarzes Ding. Alles klar, okay. Ich verstehe nicht ganz. Was haben wir da? Statue. Ansehen. Achso, die ist dort hinten. Ich dachte, ich habe ein bisschen zweidimensional gedacht und dachte, die sei vorne. Jesse, Kumpel! Nell, wolltest du nicht losziehen und die Welt erkunden? Stimmt, die kann mich dunkel erinnern. Die war mal mit dabei. Gefahr ist mein zweiter Name und Heldentaten ziehen mich magisch an. Ja. Aber ich bin froh, dich zu sehen. Auch die größte Heldin einen Ort, wo sie Zeug aufbewahren kann. Na, ich bin jedenfalls froh, dich zu sehen. Das war genau die Sorte warmer Empfang, die ich so vermisst habe. Du bist einfach klasse, Jesse. Du auch. Ich befürchte, dass ich hier nicht herpasse. Hier sind so viele krasse Gebäude und abgefahrene Leute. Ich will halt einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Weißt du, das ist doch immer das Beste. Könnte, Eindruck, das zählt. Jesse, meinem Vorgarten eine wunderbare Statue baust? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Zeit habe, aber ich sehe mal, was ich machen kann. Ja, eine kleine Statue. Hallo, das wird so cool. Hol dir da drüben etwas Kriegen Ton wir das und hin. Dann legen wir los. Ja, machen wir mal schnell Ton. Ja, gut. Mal schnell mit Quicktime-Events abbauen. Oh, Platz, ein unbeschriebenes Blatt. Na, dann bauen wir doch mal was. Können wir frei bauen, komplett frei. Damit wähle ich die Sachen. Brauner Ton, roter Ton, hellblauer Ton, grüner und gelber Ton. Ah, okay. Na dann, ja, brauner Ton, da fangen wir erstmal mit blauem Ton an. Ja, fangen wir mal hier, machen wir mal. Hier mal. Okay, ich muss dann setzen. Ah, okay. Wir können ja frei bauen, also. Ja. Ich werde mein Bestes geben. Ja. vielleicht machen wir mal was anderes. Habe ich eine bestimmte Zeit oder kann ich mir ewig Zeit lassen? Ich habe bestimmt nicht alle Zeit der Welt. Fangen wir euch mal so an mit dem braunen Ton. Ja, Sturm ist ein bisschen. Ach, das ist doch ein Bauerton. Ich wollte brauner, braun, würde ich sagen. Danke, komm. Nimm mal den braunen Ton hier, bitte. Brauner Ton, danke. So, hier einmal, noch mal. Da. So soll es Zeit hin. Baut sich hier ein bisschen stiller. Zack. Zack. So noch, zack, zack. So. Thank you.
Ja, perfekt ist es nicht, aber gut. Das ist halt abstrakte Kunst. Das ist halt, ja, das ist halt, ja, moderne Kunst. Ja, kann man so anbieten. Das ist richtig genial geworden. Krass. Ja. Oh, Jesse, echt, ja. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. War mir eine Ehre, mi amigo. Hat lange gedauert. Ich einfach aber wieder, okay? Nun, sie ist echt faszinierend, was? Ziemlich offen für alles. Ja, stimmt. Das, was man halt mit den begrenzten Rohstoffen machen kann. Noch jünger war. Wo wir gerade von ihr sprechen, du meintest, sie wartet in der Mine, richtig. Mhm. Was sucht sie in der Mine? Die Statue ansehen. Ja. Nicht das geilste. Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber das ist eine Statue. Naja. Da wird mir glatt übel. Naja. Mir ist eh ein bisschen übel heute. Leute. Ja, kennt das nicht. Also das ist ja eine eindeutige Gesellschaftskritik mit dem, ja, hier mit dem goldenen Kopf. Das ist so ein Mensch, der mit einem, ja, das sind so seine Fäustlinge, so ein bisschen, der hat so Boxhandschuhe an und der hat hier, der ist Oberkörper nackig und hat da so, ja, einen goldenen Kopf auf und da unten schraut er hinab auf das Rote, das Wichtige und ja. Sie ist misslungen. Die Statue ist misslungen. Das ist die richtige Wahrheit. Wow. Hühnchen! Komm zurück, lass Jesse in Ruhe. Hallo Jesse. Ach, ist doch. Ich will doch noch spielen. Ich dachte mir, wir statten deiner Stadt mal einen Besuch ab. Das Spiel ist doch ganz hübsch hier. Ja, und ich kann nicht glauben, wie viele Leute hier sind. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Ja, wir sind wir mal höflich. Ja. Pfeift den Hund zurück, das wäre ein bisschen, ja, total, sehr unhöflich. Der tut ja nichts. Raider, hier sind Stacy Place und Stampy Cat. Oh, Wink. Jesse, gib ihm einen Knochen, dann beruhigt er sich. Das mache ich doch. Na, Knochen geben oder streicheln? Ja, erstmal Knochen geben. Schöner, leckerer Knochen. Oh, ja. Siehst du, er mag dich. Ach, ja. Willst du den Rest der Knochen da hinten auch noch? Nee, lass mal. Davon habe ich selber massenhaft. Man weiß nie, wann man damit mal einen Wolf zähmen muss. Ja. Also, danke. Wenn wir bestimmt noch brauchen. Ich schätze mal, du bist sehr beschäftigt. Wir halten dich also nicht weiter auf. Schau dir aber bald mal an, was wir machen. Das ist doch der YouTuber hier aus der Villa, aus, ja, der Gruse Villa. Hat recht. Ah, das sind die YouTuber aus der Gruse Villa. Mach ich. Bis später, Leute. Verstehe. Ah, okay. Erinnerungen an die erste Staffel kommen hoch. Papageien. Was haben wir denn da? Ansehen. Ja, ich lass mir hier Zeit und guck mir alles in Ruhe an. Och, Ruben-Denkmal. Ja. Heute Autogrammstunde mit Lucas. Ach, ich bin so berührt, dass den Leuten das Buch so gefällt. Er wird ein echter Autor. Ruben-Denkmal. Das schauen wir uns an. Ach ja. Das beste Schwein, das ihr gelebt hat. Ich vermisse dich. Ich wünschte, ich hätte Ruben kennengelernt. Klingt so, als wäre er absolut umwerfend. Er war umwerfend. Ich habe neulich das Buch von Lucas gelesen. Das Kapitel über Ruben hat mich fast zum Weinen gebracht. Er war mein bester Freund. Mein bester Freund. Ja. Ich vermisse ihn so sehr. Oh, ich glaub's. Das beste Schwein. Du bist es. Jawohl, ich bin's. Was macht ihr denn hier? Das beste, wow, Schwein nach Edgar, ja, von Paluten. Wir suchen gerade das Schwein, Ruben, das eindeutig beim diesjährigen Gründungstag auf dem Floß die Rolle von Ruben spielt. Oh, das ist ja süß, nicht wahr? Würde es dir etwas ausmachen, mit bei der Wahl zu helfen? Ich meine, niemand kennt Ruben besser als Jesse, ja, nicht wahr? Ja, das wäre eine von mir aus. Klar, mache ich gerne. Das aber ist niemand, ja, das Mindeste, kann was ich tun kann. Niemand kann Ruben spielen. Es gab nur einen Ruben. Dann mal los. Los, Schweinchen! Zeigt Jesse eure Schinkenseite! Ja. Das sind Esteban, Knitterknuddelferkel und Fürst Donnerschwein der Sechste. Fürst Donnerschwein der Sechste. Schweine herzubringen, die ja, wie Ruben sein könnten. Die sehen alle gleich aus. Sind alle niedlich? Hab ich
selber aufgezogen? Ich entscheide mich für Fürst Donnerschwein, das klingt gut. Sieh dir nur sein nobles Gehabe an. Wirklich? Ja, ich wusste, dass du den wählen würdest. Fürst. Fantastisch. Das ist die richtige. Wow. Fürst Donnerschwein. Das ist der Name für einen Schauspieler. Ein Schauspielerschwein. Tschüss. Die sehen zwar alle gleich aus, aber ja. Fürst Donnerschwein. Der vierte war es, glaube ich. Frag mich, was mit den anderen dreien passiert ist. Aber gut. Zuckerrohr. Ich bin echt froh, dass in Beacon Town so viele Pflanzen wachsen. Ja, das ist gut für eine Stadt. Das ist gut für eine Stadt, wenn Pflanzen wachsen. Das ist nicht schlecht. So, auch wenn wir die Petwise jetzt ein bisschen vernachlässigen, wir müssen uns hier einmal umgucken. Jesse, alles mal mitnehmen. Jesse, hey! Auf Hallo Leute, was macht ihr da? Schleimtrampolin. Wir arbeiten an einem neuen Spiel für den Gründungstag. Das wird dieses Jahr garantiert der absolute Knaller. Schleimspringen. Schleimspringen. Hilfst du uns, das fertigzustellen? Ja, dann baut doch mal was Richtiges. Da baut doch mal ein großes. Bob hat die Pläne entworfen. Nicht wahr, Bob? Ja, Petra wartet auf mich, aber ja, das klingt toll. Wir springen von dieser exzellenten Pagode ab, die Bob entworfen hat. Wir können uns nur. Wir müssen da noch was mehr drum bauen. Das muss ein bisschen pompöser sein. Das muss. Ach, wie soll der Rand aussehen oder was? Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich alle mag. Doch, wissen wir doch, Bob. Stein, Holz, rosa Wolle. Na, nimm mal Holz, das sieht gut aus. Ich will Holz sehen. Holz hat was Klassisches, nehmen wir das. Nehmen wir klassisch. Na, da baue ich mal. Ah, cool. Das Haus. Klasse, das ist großartig geworden. Cool. Und wie versprochen, sieht sehr bestimmt auch mit rosa Wolle lustig aus. Ziel einfach auf den Schleim. Oh, oh. Das wird großartig. Doppelachse, Kopfsprung, Bauchklatscher. Doppelachse, das klingt cool. Tada! Nice. Vielen Dank, Jesse. Das war bombastisch. Ernsthaft. Bauchklatscher wäre blöd gewesen. Vielen Dank für deine Hilfe. Keine Ursache. Ich muss jetzt wirklich los. Ich werde erwartet. Klasse Arbeit. Da habe ich mich vor Lachen fast verschluckt. Nee, nur fast, sondern... Ich habe mich vor Lachen verschluckt. Reden wir hier mit allen. Ja. Was guckst du so? Oh, Jesse. Wow. Wir vertrödeln die Zeit einfach. Wir sollten ins Bett rangehen, aber ja. Machen alles mit. Ich wollte eigentlich auch anfangs zu Petra gehen, aber na. Ist das eine passende ästhetische Ergänzung für den Stil von Beacon Town? Mehr Wolle wäre gut. Vielleicht muss noch etwas mehr Wolle her. Oh, mehr Wolle. Na klar. Warum habe ich nicht daran gedacht? Wieso nicht? Tja, Wolle ist immer gut. Wie kommt man jetzt da hoch? Gut, verstehe. Dann lassen wir dich mal in Ruhe. Geht's ihm gut? Nein, ich glaube nicht. Ja. Der ist ein Spezialist. Okay. Weiter geht's. Weiter mal weiter auf der Himmelsleiter. Da hinten will ich hin. Gibt's nichts mehr zu sehen oder was? Ja, hier geht's zurück. Da sind noch Knöpfe. Stampy Cat. Na, ja, ja. Da ist noch was Tolles. Hey. Hey, Jesse. Waren wir da schon? Ach, was so ist. Gehen wir jetzt zurück. Oder in die Richtung. Keine Ahnung. Was mache ich hier gerade? Hier, Hühner. Da muss ich hin. Hallo, Jesse. Ich sage es dir, Stampy. Es muss Kürbiskuchen sein. Aber ein richtiger Kuchen ist das Beste. Ich muss ihn immer zum Frühstück. Leute, gibt es hier ein Problem?
Hallo Jesse. Scheint ein Problem zu geben. Wir haben von der Gründungstagsfeier gehört und dachten uns, wir backen dafür etwas Süßes. Mhm. Ja, und jetzt versuche ich den Herrn Stampy davon zu überzeugen, dass die richtige Wahl eindeutig Kürbiskuchen ist. Süßes oder Kürbiskuchen? Ja. Du fängst schon wieder an, einfach Tatsachen aufzustellen. Nicht jeder mag Kuchen, Stampy. Mhm. Aber Kürbiskuchen, ja, warum nicht beides? Ja. Warum nicht beides? Ja. Das nenne ich mal eine klasse Idee. Aber wir haben nicht genug Zutaten. Oh, stimmt. Naja. Hier, nimm einfach die Zutaten und entscheide für uns. Was? Jetzt muss ich jetzt hier. Noch den ganzen Tag hier muss ich jetzt hier noch was kochen oder was? Ich glaube, ja, in der Stadt gibt es noch ein paar Eier und andere Zutaten. Ich meine Gutfreundlichkeit jetzt hier, meine Gutherzigkeit. Ich habe echt nicht viel Zeit, aber ich wette, das würde sie aus den Socken hauen. Ich habe keine Zeit, aber ich mache hier noch ein Trampolin für die einen. Ich helfe dem einen, ich gebe dem noch einen guten Tipp und ja, für die koche ich jetzt noch einen, backe jetzt noch einen Kuchen. Ei. Das hilft mir vielleicht dabei, den Streit zwischen Stampy und Stacy zu lösen. Ja, Hauptsache sind alle zufrieden. Frau Henne, danke sehr. Mr. Huhn. Hier ist eine Henne und Garten. Die schauen wir uns doch an. Wir haben ja Zeit. Ein Liebesgarten. Ah, was für ein schöner Garten. Ein Herz. Hübsch, hübsch. Haben wir auch jetzt wirklich alles gemacht? Ja, uns alles angucken. Das ist hier das Ziel. Mit Petra treffen. Nein. Wir müssen erstmal Kuchen backen. Nein, Kuchen backen. Dann können wir zu Petra gehen. Na komm, hier. Reden. Dann können wir vielleicht den Kuchen abgeben. Wenn ich es doch sage, Stacy, du bist mit deinem Kürbiskuchen zu engstirnig. Ein Kürbiskuchen schmeckt bestimmt auch nicht scheiße. Einige Leute lieben Kürbiskuchen. No, ist nicht schlecht, hey, aber... Ja, hallo Jesse. Leute, hast du zufällig die Entscheidung getroffen wegen des Streites Kuchen gegen Kürbiskuchen? Das Kuchen. Ich arbeite daran. Sup. Aus Harry Potter. Eine Werkbank. Mach mal einen Kürbiskuchen. Ja, warum nicht? Oder einen Kuchen-Kürbiskuchen. Oder einen Kuchen-Kürbis. Keine Ahnung. Rezepte, die sind immer interessant. Kürbiskuchen, Kuchen, Zucker. Jetzt muss ich mich entscheiden. Kürbiskuchen oder Kuchen? Kürbiskuchen klingt interessant. Haben wir für Kuchen das Rezept? Ja, haben wir. Dann mache ich einen Kuchen. Ja, warum nicht? Und drei in der Mitte ein Ei, dann Zucker und Milch. Na dann oben Milch. So, oben Milch. Zack. 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 Und dann drei von. Können wir nicht mischen, oder? Kann ich sagen, Kürbis in die Mitte, dann haben wir einen Kuchen, Kürbis, Kuchen. Das wäre doch cool. Da muss noch ein Weizen hin. Ich glaube, wir können Rezepte hier nicht kombinieren. Schade eigentlich. Aber ja. Ja, und jetzt wäre ultimativ jetzt hier noch ein Kürbis in der Mitte. Und es wird nichts. Schade. Ja, machen wir es so. ZR erstellen. Ja, der sieht doch ganz lecker aus. Machen wir einen leckeren Kuchen. Und da haben wir noch die Zutaten für einen Kürbiskuchen. Ei, Kürbis und Zucker. Da haben wir keinen Zucker mehr dafür. Naja. Dann soll es halt so sein. Ja, reden. Wenn ich es doch sage, Stacy. Ach nee, Kuchen, die hätte ich kriegen müssen. Zu engstirnig. Die Leute lieben ja, ihr habt da euren Kuchen. Einige Leute lieben Kürbiskuchen. Hey Leute. Ja, ich hab die Entscheidung gefällt. Hast du zufällig eine Entscheidung getroffen wegen des Streites? Ja, hier, nimm den Kuchen.
Ja, das sorgt doch immer für Zwist. Ich arbeite daran. Süß. Süß ist immer gut. Greif zu, hier gibt es leckeren Kuchen. Sieht lecker aus. Ja, wenn du auf so etwas Süßes stehst. Ach, komm schon, Leute. Ich musste mich entscheiden. Ja, schon klar. Ich sollte mich entscheiden. Ich sollte hier... Nochmal danke sollte für eine die Wahl treffen. Jessie. Ja, danke, Jessie. Ja. Wenn ihr mir die Wahl lasst, dann nicht wahr. Ich muss damit der Entscheidung leben. Aber schmeckt doch gut, oder? Und dass die jetzt komplett enttäuscht. Ich muss weiter, Petra, wir sehen uns später, okay? Auch die ist mittlerweile vergammelt, die Petra. So lange, wie wir hier rumgetrüllt haben. Die, ja. Eine Druckplatte, cool. Ich guck da nochmal nach. Wofür ist das bitte? Hm? Au. Das tat weh. Das ist eine Slap-Maschine. Wofür ist das denn bitte? Au. Ja, alle guten Dinge sind drei, sagt der Idiot und steigt auf die Platte. Ja, er hat noch keinen Hirnschaden. Also können wir nochmal... Scheinbar doch, weil er steigt jetzt dreimal auf diese Platte. Hihihi. ja. So, dann mal das letzte hier nehmen. Zum Mineneingang. Petra treffen. Jessie, gib mir Fangirl. Ich gebe kein Autogramm. Jessie, war mir ein Vergnügen, dir bei der Arbeit zuzusehen. Wirklich. Einfach klasse, wie ja, du welche Arbeit? Ich hab nur getrödelt. Vorzubereiten. Sehr inspirierend. Ich hab mich hier entspannt. Ich hab das alles nur rausgezögert und getrödelt. Ich passe auf die Sachen hier auf, während du fort bist. Während du mach das Abenteuerchen erlebst, dein Leben riskierst. Will ja, ich hoffen, enttäusch mich enttäusche nicht. Mich nicht, Raider. Ich habe das bisher noch nicht mal als Möglichkeit in Betracht gezogen. Tschüss, amüsier dich. Tu ich das nicht ständig? Ich amüsiere mich immer. Ja, da waren wir in den Minen. Sie hat doch gesagt, wir treffen uns hier. Petra! Wo ist sie nur? Wo bist du denn? Das heißt nicht Petra, sie heißt Petra. Blöder Zombie. Zombies in den Minen. Ah, das hat mir gefehlt. Na. Der Geruch weniger. Boah,